So, dann wollen wir mal gucken, was der Rust Shop so an neuen Skins hergibt. Oh mein Gott. Sie sind natürlich mal episch geil, muss ich ja sagen. Also manche davon auf jeden Fall, das finde ich jetzt nicht so geil. Also dafür würde ich jetzt auch keine 3,50 € ausgeben. Genau wie diese Fallen Door da 2,65 €, das ist so strange. Komm, lass mich die mal angucken, Baby. Die sieht natürlich geil aus, das muss man ja zugeben. Aber 2,65 € ist mir zu viel Kohle. Die M249 sieht scheiße aus. Und außerdem als Solo-Player, da kann man die eh nie bauen. 1,75 € Crossbow sieht auch geil aus, aber na, ist alles Skullseeker, das wäre natürlich was für mich, aber M39 Rifle, das kann ich niemals, nie in 1000 Jahren nicht craften als Solo-Player. Was ist denn das? Troll Daddy Pump Action. Nö. Nö. Nö, nicht wirklich geil. So, dann gucken wir jetzt mal, ob wir irgendwas verticken können. Was ich jetzt gerade nicht glaube, weil die Preise sind ganz schön im Arsch in letzter Zeit. Aber wir können ja einfach mal gucken, was wir hier noch haben. So, das liegt immer noch bei 7 Cent, die behalte ich. 3,79 €, Alter, das Ding wird immer teurer, aber ich muss sie behalten, weil habe ich vor 2 Jahren gekauft, sage ich in jedem Video. 1,50 €, was bringt mir das? 1,11 €, 3,04 € für den Base Invaders Automaten, den behalte ich auch. 3,29 € für die Pistole, die sind auch wieder preislich ein bisschen hochgegangen. 3,23 €, die Tür war der Mega-Fehleinkauf. 75 Cent, Alter, da habe ich auch Verlust dran gemacht. 1,97 €, aber die behalte ich. Die Tür finde ich, also das Garagentor finde ich ganz geil. Runic Pickaxe 2,79 €. Minicopter Hangar Door, voll der Fehleinkauf. Und das ist der, boah, die will ich am liebsten verschenken. Der Teppich ist cool, den behalte ich, der hat 1,30 € gekostet. Die Tür war ein Fehleinkauf, die Tür, naja, würde mir ein bisschen Plus bringen, aber die behalte ich auch. Garagentore finde ich ziemlich geil. 1,15 €. 1,20 €. Das war auch ein Mega-Fehleinkauf. 1,20 €. 7 Cent. Die können wir verkaufen. Die habe ich doppelt. Die brauche ich nicht. 0,07. Ich stimme den Nutzungsbedingungen zu. Bäm, weg damit. Weg damit. So. Was haben wir hier noch? 1,41 €, die behalte ich auch. Wieso, diese Kiste habe ich dreimal, das ist so ätzend. Ich weiß gar nicht, wieso ich die dreimal gekauft habe. Bringt mir auch nur grandiose 13 Cent Gewinn. So, dann habe ich hier noch 1,41 €, die habe ich auch günstig gekauft. Das habe ich auch günstig gekauft. Das habe ich auch günstig gekauft. 1,22 €, meine geile Kiste. Obwohl, die verkaufe ich ja auch. 1,65 € geht die weg. Bäm. Bestätigung erforderlich. So. Spider Furnace. Irgendwie sind die Preise gerade ein bisschen im Keller für ein paar Sachen. Sheet Metal Door, 1,65 €. Ja, gerade kann man nicht so die Mega-Geschäfte hier machen. Aber Marktverlauf müssen wir mal gucken. Das haben wir denn hier haben wir 64 Cent für bezahlt. Hier haben wir 63 Cent. Ein bisschen Verlust habe ich da gemacht. 1,21 € haben wir für die. Die habe ich verkauft. 1,21 € habe ich die Pistole gekauft. Okay. Na komm schon, Lade. 92 Cent, 1,41 €, okay, ist ein bisschen gestiegen.
Aber egal, gut. Die Mega-Geschäfte machen konnte man nicht. Es gab auch nicht die geilsten Skins auf dem Markt ever, aber egal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.